Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Demo, nämlich die, die ich schon angedroht hatte von Bloody Horror Plant. Viel ist dazu nicht zu sagen. Das Spiel soll auch in Deutsch sein. Ich habe allerdings keine entsprechende Einstellmöglichkeiten gefunden. Es kann eventuell sein, dass die Demo noch auf Englisch ist. Schauen wir mal. Wir starten einfach mal ein neues Spiel. Okay. Reicht alles? Warum steht er da die ganze Zeit mit offenem Mund? Alles gut, alles gut. Ich wollte nur gucken, was ich machen kann. Könntest du das vielleicht mal gießen hier? Moment, da oben blinkt was. Ah. Oh. Oh. Glaub nicht, dass das so gut ist. Nein, ich glaube, es war wirklich nicht gut. Okay. Machen wir das jetzt. Oh, ist gerade laut. Was bist du denn? Ah, okay. Brauchen wir irgendwie Feuer oder so, ne? Da rein. Ah, doch. Muss ich das hier unten machen oder muss ich die nach da oben? Kriege ich eine Errungenschaft, wenn ich das 100 Mal gemacht habe? Ja, das Problem ist halt, ich kann die nicht nach da oben heben, ne? Oh. Ah. Okay, das Spiel ist sehr intuitiv und man hat überhaupt gar keine Erklärung, aber es funktioniert trotzdem. Ja, geh mal gucken, warum das Feuer brennt. Alter, was tue ich mir hier gerade an? Ich ermorde die ganzen Leute. Muss ich hier noch irgendwas machen? Oh Gott. Ich muss doch bestimmt an die Säge rankommen, oder nicht? Ach so, da muss ich drauf. Ah, okay. Gott. Ja. Es geht weiter. Was ist denn das hier? Ist da was drin? Alter! War das denn so groß geworden, der Mehlwurm oder sowas? Tausendfüßler ist es, glaube ich. Ach du Schande. Das ist noch das gleiche Zimmer hier. Ich würde ja gern. Ah, jetzt geht's. Okay. Das Knochen, kriegen wir den auch raus? Hallo. Ah, okay. Ja, wieso kriege ich das hier nicht raus? Was ist mit dir hier oben? Da ist noch ein Knochen. Müssen wir jetzt einfach drücken, oder wieso?
Das auch was? Ah. Ah. Aber kein Plan wofür. Okay. Was ist das? Was tut sich da doch? Also die geht nicht weiter. Kann ich aber auch nicht abschneiden. Ich liebe es, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht. Was ist denn mit dir? Da hatte ich eben schon drauf. Ah, Moment. Aua! Jetzt bin ich taub. Oh, Brüste. Die will schlafen gehen, oder was? Hallo, es ist helllichter Tag. Ihhh. Alter, wie kriege ich dieses Viech ab? Ich will die doch nur fressen. Also man muss schon sehr gestört sein, um sowas zu entwickeln. Aber man muss auch sehr gestört sein, um sowas zu Let's Playen, davon mal abgesehen. Man muss auch genauso gestört sein, um sowas anzugucken. Was ist das hier? Wo bin ich hier gelandet? Alter. Das sieht irgendwie pervers aus. Ach so. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, aber es ist alles gut. Okay, also ich kann selber nichts machen. Ja, mecker doch nicht so rum. Was ist mit den Viechern hier? Hier sind doch immer irgendwelche komischen. Die Biene will nicht weg. Hier passiert nichts. Die wollen weg, können aber nicht. Och, da kann man gar nicht richtig draufdrücken. Alter, der hier unten eigentlich. Nee, da kann man aber echt nicht draufdrücken. Hä? Ich habe was gehört, aber ich habe nichts gesehen. Ich habe nur Hunger, also ich denke mir mal, dass ich die Pflanze bin. Sagen wir einfach lieber, die Pflanze hat Hunger, sonst denkt irgendjemand, dass ich hier, dass ich hier so total gestört drauf bin. Ja, aber was soll ich hier machen? Leute. Den erwische ich auch nicht hier, den roten. Mach doch mal was. Ist auch nichts zum Anklicken oder so. Der Typ geht mir langsam auf den Zeiger, wenn er mal macht. Ich kann ja auch nichts. Eine Stunde später. Das kann doch nicht sein. Was?
Nee. Okay. Das war wohl nicht so gut. Was soll ich denn jetzt damit machen, Leute? Ah, Moment. Moment, Moment, Moment. Alle wieder nach oben. Los, zack, zack, auch in der Mitte. Mach schneller. Ich will ihn fressen. So kann ich ihn nicht fressen. Hä? Ach, oder muss ich das eventuell danach machen, dass ich das danach erst reinmache? Tatsache. Wie hört er sich bitte an, wenn er stirbt? Oh. Er hat ein Messer dabei. Okay, praktisch. Oh mein Gott. Oh, was ist da? Hallo? Was zur Hölle? Ist das der Henkersvogel oder was? Okay. Das bringt uns nicht viel. Achso, wir sind links. Okay. Jetzt stehen wir hier wieder vom nächsten Bild und ich habe ja keine Ahnung. Das ist doch... Ich meine, wenn man weiß, was man drücken muss, ist es ja nicht schwer, aber... Macht der das jetzt random oder macht er das immer, wenn ich da drauf drücke? Bin mir gerade nicht sicher. Hier kann ich nichts machen. Ist nicht so einfach, ne? Erstmal herauszufinden, wo der Trigger ist. Aha. Wo gehst du hin? Alter. Jetzt kommt da auch noch eine Gottesanbeterin raus. Achso, das ist ein Schmetterling. Ich wollte gerade sagen. Und nu? Muss man den fangen? Na? Der nächste. Kriegt die Gottesanbeterin den dann? Sind schon zwei drin? Aber die blockiert das hier. Ah, jetzt? Okay. Weck den Typen auf. Wo geht der jetzt hin? Weck den Typen hier auf. Los. Ah. Okay. Nee.
Nimm doch das Ding. Lass den los. Ich mag das nicht mit Augen. Also, der hat das Teil... Achso, ich kann den von seinen Schmerzen lösen. Okay. Alter. Wer denkt sich sowas Krankes aus? Also ich weiß wer, weil ich habe ja Kontakt zum Entwickler selber. Das ist so krass krank, dass ich da gerne weiterspielen würde. Aber leider ist hier die Demo jetzt zu Ende. Aber es ist wirklich... Oh, also mir ist ja noch alles egal. Also ich meine, klar, ich habe da jetzt eine starke Reaktion drauf gezeigt. Weil es schon... Ich habe mit einem Point-and-Click gerechnet. Ja, es ist auch so ein bisschen Point-and-Click. Aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass es so brutal wird. Ich feiere es trotzdem irgendwie, muss ich dazu sagen. Aber das mit dem Auge... Ach, das mit den Auge, das hätten sie nicht machen müssen. Weil ich kann es absolut nicht ab, wenn irgendwas mit Augen passiert. Ach. Ja, thank you for playing. Also es ist anscheinend noch nicht auf Deutsch übersetzt. Es ist noch alles auf Englisch, was aber nicht schlimm ist, weil man hat ja nichts drin. Ich hätte es nur gut gefunden, wenn da zumindest irgendwie ja ein kleiner Hinweis wäre oder so. Vielleicht irgendwie eine kleine Vorhebung, wenn man da drauf war, wo wirklich was passiert. Aber so ist es natürlich auch ganz lustig, weil so musste man es selber rausfinden. Und ja, bis auf, dass ich jetzt wahrscheinlich die eine Stelle ein bisschen cutten werde, weil ich da echt lange danach gesucht habe, auf diese blöden Blumen zu drücken. Bis auf das muss ich sagen, war es schon ganz cool. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu dem Ganzen, von dem Ganzen haltet. Wie ihr auch dazu steht, dass dieses vermeintliche Point-and-Click-Spiel auf einmal so brutal geworden ist. Naja, gut. Okay, stand auch schon irgendwas mit Horrorplänen. Tja, ist es ja, ne? Ich hätte eigentlich darauf eingestellt sein müssen. Aber es war schon ein bisschen krasser, als ich jetzt erwartet hatte. Das muss ich zugeben. Ja, danke fürs Zuschauen erstmal und mal sehen. Ich denke, dass ich mir die Vollversion dann holen werde, wenn sie rauskommt. Aber ich weiß nicht, wann sie rauskommt. Soll irgendwann dieses Jahr rauskommen. Ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr mehr von diesem total skurrilen Zeug sehen wollt. Und ja, ich sag dann einfach mal, habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Let's Play. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.